So, Servusle, Hallöchen, herzlich willkommen, neuer Tag, neues Spiel, neues Glück bei The Witcher 3. Mein Name ist Franconia, auch genannt als Geralt der Schlechte. Toll, diese Schwerter, jo. Aber ich ziehe meine ja, gute ne? alte Axt vor. War ich hier eigentlich schon mal? Man weiß es nicht. Ich gehe mal hier rein. Ui, was ist das? Das ist ein Hotel, oder? So hostelmäßig. Oder? So hostelmäßig, oder? Die Betten sind voll. Mich wundert, dass hier keiner beim Kamin liegt. Obwohl es ein recht kleines Bettchen, ne? Vielleicht für mitgereiste Kinder oder so. Okay, ist unser erstes. Das ist unser erstes Hotel. Wir kennen ja ein Krankenhaus. Was haben wir hier drin? Oh, die backen alle schon wieder, ey. Die Flaggen auch schon wieder alles so drin, du. Ja, nehmen wir mal nett mit. Aber das waren doch Gefangene. Hast du in den Kopf so einen Riesenkopf über den Kamin? Hier waren wir ja auch schon. Rüstungsschmied, geil. Möchtest du mal unsere Waren sehen? Servus. Hier ist alles zu verkaufen. Waffen sollten nicht rumliegen und verstauben. Jedenfalls nicht, wenn jemand vorbeikommt, der sie verwenden könnte. Sirikanische Sefare, Kriegsbeile aus Mahakam, virolidanische Kurzschwerter. Wo habt ihr denn die ganzen Festlandsgüter her? Die hat das Meer hergegeben. Und wenn es sie nicht hergibt, hackt ihr die Hände ab, die die Schwerter umklammern? Du glaubst doch nicht, dass man solche Sachen einfach bei Ebbe am Strand findet, wie Muscheln. Warte mal, ich erzähl dann gleich was, ich lass die noch mal und kurz was reden. Bringt ihr noch so von den Raubzügen mit? Größtenteils das Übliche. Gute Weine, Seide, Wertsachen aller Art. Oh, und Frauen. Wenn wir für die keine ordentliche Verwendung haben, wer dann? Hast du von der donnernden Dörte gehört? Auch Dübelstück genannt, der Frau von Lurus dem Irren? Oder von Goldlöckchen Sansa, der zu ihrer Zeit schönsten Frau der Welt? Beide auf Raubzügen mitgenommen. Goldglöckchen, die klingt aber nicht. Okay, komm, kannst ich schau du mir mal. Etwas herstellen? Was ist das für ein Bur? Auch wieder Geselle nur, ey. Wieso falscher Handwerker? Ach, Stufe 29, ey. Schon wieder so bitter hier, ey. So, Assassinenhandschuhe kannst du vergessen. Greifenhandschuhe sind auch so schlecht. Ui, das ist gut, aber Stufe 34 ist. Ja, ich glaube, da können wir wieder nichts machen. Okay, mein Freund. Ich habe halt gedacht, dass ich hier genau das da wollte ich machen. Erzähl. Scheiße, alles dreht sich. Dem muss ich doch noch helfen, ne? Guckst du denn so? Ja, den Typen muss ich hier noch helfen. Gehen wir später in die Taverne einnehmen. Mach mich nicht wütend. Weil der hat mir ja geholfen, dass ich hier wieder rauskomme. Ich will da rein. Ich muss den doch helfen, oder? Glaubst du dieses Gewäsch überfahren? Das hast du schon erzählt. Also ich würde ihm zumindest gern helfen. Hey Soldaten. Ein Hexer, wie? Die sind wirklich gut ausgerüstet. Der war gut. Also hier kommt nicht jemand so schnell rein, ne? Und raus auch nicht. Ja, ja. Sorry, mein Fehler. So, wir machen heute... Ja, wir machen heute weiter. Und zwar erst einmal gucke ich mal, wo wir hier sind. Junge, Junge, Junge. Quests, Quests. Nee, Weltkarte.
Wo sind wir hier eigentlich? Auf welcher Pampa-Insel? Genau, ich wollte ja eigentlich hier hin. Und das machen wir auch gleich sofort. Und dann reisen wir hier und hier hin gleich, hätte ich gedacht. Dann kommen wir sofort nach Vornhalle hin. Aber ich ziehe so meine gute alte Axt vor. Dann nehmen wir das noch mit und dann können wir ja wieder eine kleine Quest machen. Was halt noch fehlt so. Wie windig und stürmisch das wieder ist. Wildhundi. Wachhund. Wow, wow. Cool, die sind hier positioniert, ne? Falls jemand kommt. Und hier laufen anscheinend immer welche rauf und runter, ne? Jo. Ein Hexer, wie? Ich wusste, dass er sein Langschiff nie fertig kriegt, wenn er sich ständig volllaufen lässt. Na, die laufen anscheinend immer rauf und runter. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Einen Riesenkopf über dem Kamin. Was für ein... Sehr schön, was haben wir hier? Waren wir hier eigentlich schon mal? Ui, was haben wir hier Schönes? Aber ja, Schnäpsle. Nochmal ein Zwergenschnaps. Oh, der Mann ist müde. Und die Frau schläft daneben. So schläft die Frau nicht im Bett. Das machen wir als Champion. So, Anschlagbrett, ne? Was bedeutet sie dir, die Zauberin? Yennefer, nicht? Ja. Hallo. Und was mir Chen bedeutet? Die Zauberin? Yennefer, nicht? Naja, die ist schon. Ja. Also hässlich ist was anderes, ne? So, gucken wir mal da nach oben. Da liegt auch der Skelett im Bett. Und da ist noch das Bett von seiner Frau. Ach ja. Du kommst von weit her. Sehr hübsch. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Hier wohnt ein Metzger. Der doch schon leider auch kennt. Ich find's cool, dass die hier jetzt schon schlafen. So, was haben wir hier? Da geht's raus. Dann gehen wir noch in diese beiden Häuser. Das scheint auch recht groß zu sein hier. Gibt's hier was? Sieht nicht so aus. Bootsbauer. Skellige. Ja, das ist ein bisschen Feuerhälse. Vermutlich ein bisschen warm hier. Aber das gescheites Looten ist hier leider auch nicht der Fall. Es ist zwar schön, ne? Aber es gibt kaum was. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? So schaut's aus. Kräuter gegen die Schafseuche. Auf unserer Insel gehen die Schafe zugrunde. Ich bin sicher, dass der Clan-Dämon dahinter steckt. Mögen die gerne diese Hunde verdammen. Wer seine Herde nicht verlieren will, sollte man eine spezielle Kräutermixtur kaufen und sie in einem Schafen verabreichen. Dann wird die Seuche sie verschonen. Warum? Weil sie dann vorher schon sterben. Roderick der Kalte. Uiuiui, das ist gefährlich, wenn du solche Annosen und Anzeigen hast. Uiuiui. Dann weiter geht es. Nachricht des Ältestenrats. Der Krieg zwischen Nordlingen und Schwarzen wird immer blutiger. Für die Söhne und Töchter der Inseln sind dies gute Neuigkeiten. Wir werden zusehen, wie sie sich gegenseitig abschlachten. Der Rat hat entschieden, dass unser Clan sich auf keine der beiden Seiten schlagen wird. Aber die Beutezüge werden wir vorwiegend gegen den Süden richten. Auf die Küste Nilfgaards, der Ältestenrat. Harald Thorstensson ist tot, nee, oder? Hört, am gestrigen Tag hörte das Herz von Harald Thorstensson, unserem Vater, Ehemann, vor allem Krieger von Clan Drummond, aufzuschlagen. Obgleich er in 23 Beutezügen teilnahm und in 7 Kriegen kämpfte, starb er in seinem Bett. Möge ihm die Götter gnädig sein.
Egil und Hilda. Und letzte Woche habe ich mit dem noch Karten gespielt. Ein Duell um Gunnar. Halur und Skjell begehren beide Fallgeist Tochter Gunnar. Selvige ist bereit, den Stärkeren der beiden zu nehmen. Also werden sie sich die Verehrer bis zum ersten Blutvergießen duellieren. So will es der Ältestenrat. Mit der Rana an der Klatsche, oder? Vollbark wird vermisst. Mein 14 Jahre also Sohn Vollbark, ist seit 10 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Ich fürchte, er hat sich ohne meine Erlaubnis für einen Beutezug gegen die Schwarzen gemeldet. Falls irgendjemand weiß, was mit ihm geschehen ist, sagt mir bitte Bescheid. Uff! Und Warnung! Hordor, Sohn des Kalvur, wurde dabei erwischt, wie er Nilfgaarder lebend für Lösegeld gefangen nahm. Ich persönlich habe ihm 50 Peitschenhiebe verpasst und dieselbe Bestrafung erwartet all jene, die Ähnliches tun. Die schwarzen Hunde sollen auf dem Schlachtfeld erschlagen werden, selbst wenn sie sich ergeben und Reichtümer versprechen. Wir machen keine Gefangenen. Der gute alte Uldarik. Ui, und nicht erkundeter Ort? Sehr schön. Jetzt ist halt die Frage, komme ich dann außer diesem nicht erkundeten Ort, bekomme ich dann wenigstens noch hier da eine neue Quest dazu? Ich weiß es nicht, vielleicht wenn ich sie dann nochmal lese. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. So. Das haben wir schon alles gelesen, also großartig war jetzt hier nichts mehr. Tagebuch eines Wegelagerers. Sehr schön. Elfenruinen, Elfenruinen, verdammte Scheiße. Schätze, Gold, verfickte Schwanzlutsche der wilde Viper. Diese Kackfresse, die mir die Karte angedreht hat, muss zuerst hergekommen sein und alles mitgenommen haben. Der beschissene Dieb. Diese Scheißwichte, keinen Respekt vor gar nichts haben sie. An niemanden denken sie. Aber heißt es ich, den ganzen beschissenen Tag lang. Ich habe die drei Teufelsnamen mehr Gold zum Ausgeben in den Taschen hergebracht, als hier zu holen ist. Wenigstens ist die Höhle warm und trocken und taugt einigermaßen für den Winter. Tja, wenn du dir alles aufdrehen lässt, mein Freund, dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann Wappentiere, was? Oh, Bessariums-Eintrag hinzugefügt, geil. Von allen Wappentieren sind die Löwen und Greifen die majestätischsten und reinsten. Wenden wir uns zunächst den Greifen zu. Denn diese Kreaturen, aus denen die Rüstungsmacher ihre Inspirationen ziehen, vereint sich die Elemente von Adler und Löwe, den Königen des Tierreichs. Greifen sind unerschrockene Jäger und die ritterlichsten aller dem Menschen bekannten Kreaturen. Bevor sie sich aus dem Himmel auf ihre Beute hinabstürzen, wie eine Peitsche der Götter, geben sie einen langen, ohrenbetäubenden Warnschrei von sich, damit das Opfer sich für den bevorstehenden Kampf wappnen kann. Greifen schrecken nicht vor Angriffen auf bewaffneten Menschen zurück, sie bevorzugen derlei Beute regelrecht, denn der Sieg gegen einen Ritter beflügelt ihren Stolz. Auch Biest, die Schrecken der Wehen der Wildnis, gehören in ihr Beuteschema. So erbar ist ihre Natur. Alter, gegen Biest, das sind doch auch Riesenlackele. Bist du deppert? Weiter geht's. Zerknitterter Brief erhält Zusatzinformationen. Mein Bester, du warst so freundlich, deine Zweifel über den Auftrag zu mir zu teilen. Du hast klargestellt, dass ein Mensch sich in deinen Augen unmöglich in einen Neckar verwandeln kann. Du hast deinen Standpunkt mit einem humorvollen Vergleich deutlich gemacht, indem du, glaube ich, sagtest, ein Schwein verwandelt sich ja auch nicht in ein Pferd. Nicht mal, wenn man einen Sattel draufschnallt und es Rosetta nennt. Ach ja. Du könntest absolut recht haben, aber wenn es auch nur den Ansatz einer Chance gibt, dass mein Sohn im Körper dieses Monsters gefangen ist, dass ein Zauber oder Fluch ihm das angetan hat, werde ich nicht eher ruhen, bis ich alles versucht habe, ihm zu helfen. Aus diesem Grund bitte ich dich, von weiteren humorvollen Kommentaren abzusehen und deinen Zweifel für dich zu behalten. Steck deine Kraft Liebe in die Arbeit, für die du bezahlt wirst. Fang den Neckar und du bekommst dein Gold. Der Rest hat dich nicht zu interessieren. Hochachtungsvoll, Robert de Mere. Sehr schön. Brief eines Alchemisten haben wir hier auch noch. Auch wieder ein bisschen was. Mein Bester Robert de Mere, vielen Dank für die Zusendung eines Wechsels im Voraus und für das Verständnis. Wenn ich meine Ratschläge kostenlos verteilen würde, könnte ich mein Geschäft schnell dicht machen. Du hast mir geschrieben, dass dein Sohn auf eine Reise verschollen ist und dass in der Nähe des Ortes, an dem er zuletzt gesehen wurde, nun ein Neckar sein Unwesen treibt, der ein zerrissenes Hemd mit dem Monogramm deines Sohnes draufträgt. Du fragtest, ob es möglich wäre, dass dieser Neckar dein Sohn ist, verwandelt durch irgendeinen Zauber. Nachdem ich nun in einschlägigen Werken nachgelesen habe, schmerzt es mich, dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass deine Hypothese höchst unwahrscheinlich ist und es eine weitaus einfachere Erklärung gibt.
Im Gegensatz zum landläufigen Glauben sind Necker eine kluge Spezies. Wie Waldrolle schmücken sie sich gelegentlich mit Farben oder Resten menschlicher Kleidung. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hat dieser Necker deinen Sohn getötet, sein Hemd zerrissen und einen Fetzen davon übergezogen. Das ist zwar die wahrscheinlichste Lösung, aber sicher ist es nicht. Zwar habe ich noch nie von einem Fluch gehört, der einen Menschen in einen Necker verwandelt, aber ich kann seine Existenz auch nicht völlig ausschließen. Um herauszufinden, ob der erwähnte Necker das Ergebnis eines Fluches ist, musst du ihm das zerrissene Hemd abgenommen, in Fetzen geschnitten und verbrannt werden. Dann muss die Asche mit Dimitheriumsstaub vermischt werden. Ändert sie sich daraus ergebende Substanz ihre Farbe, wäre deine Annahme bestätigt. Sollte das beschriebene Experiment ein positives Resultat zutage fördern, so schreib mir bitte. Ich würde gerne weitere Untersuchungen durchführen, um einen Weg zu finden, diesen Fluch zu brechen. Gegen weitere Bezahlungen, versteht sich. Mit besten Grüßen, Klaus Kellermann. Magister Artibus Oxoniensis. Alter Verwalter. Sehr schön. Und nochmal ein kurzes Briefle. Mein guter Meister Sifgard, ich habe deinen Brief erhalten. Daher weiß ich nun von deinen zahlreichen Zweifeln hinsichtlich des Auftrags, den ich dir angeboten habe. Und dass du überdies irrige Vorstellungen hast, was die Natur söldnerischer Tätigkeiten betrifft. Was umso paradoxer scheint, dass du diese Profession nicht selbst ausübst. Lass mich daher informieren, dass Söldner nicht dafür bezahlt werden, Fragen zu stellen und Vorbehalte aufzulisten, sondern dafür eine bestimmte Aufgabe zu versehen. Diese Aufgabe war in schlichten, unmissverständlichen Worten beschrieben. Du solltest eine Sirene fangen, lebendig und zu mir bringen. Wenn du diese Aufgabe nicht erfüllst, bist du für mich nicht von Interesse. Wozu ich diese Sirene brauche und was ich mir mit ihr vorhabe, hat dich nicht zu interessieren. Wenn dir die Bedingungen nicht passen, werde ich gewiss jemanden finden, der mein Geld nicht ablehnt. Graf de Botton. Was, Bikini Button? Alter Verwalter. Da haben wir geschossen. So, haben wir doch auch hier wieder was ein bisschen gelesen. Und dann hätte ich gesagt, reiten wir doch wirklich weiter. Zum nächsten Fragezeichen, das dann hier auf uns wartet. Und ich hoffe doch schwer, dass wir dieses Monster, falls es da eins gibt, dass wir das besiegen können. Die letzten Male waren es so, dass er die Monster von der Stufe noch viel zu stark waren für uns. Das war unter anderem ein Golem. Und so ein komisches Hybridmonster. Aber hier sind nur stinknormale Banditen. Hey, Stinky! Der Mann mit der Klinge da! Na! Jetzt hab ich ihn da! Obwohl er das Schild hat, der Lump. Verdammt! Nicht gut. Maggi! Was, Maggi? Zurück! Ich töte ihn! Maggi-Graut, Alter! Maggi-Graut! Aber das lief ja gar nicht mal so schlecht, ne? Ich nehme nur die Kohle mit, obwohl wir eigentlich genug haben, ne? Ich hatte das Leder. Haben hier noch Leckeres, eine Handfaser, Schinkensemmel. Da haben wir noch was. Da haben wir bestimmt jetzt noch eine Nebenquest. Hier liegt noch einer, genau. Ein stumpfes Beil natürlich. Na, jetzt haben wir es doch mitgenommen. Naja, egal. Was haben wir hier? Eine Wasserflasche. Hier Schwefel, Perlen, Zwergenschnaps. Schidin-Panzer. Keine Ahnung, zu was das sein soll. Nehmen wir alles mit, hat er gemeint. Mehr ist es nicht. Schön, dann hätte ich doch gesagt, weiter geht's zum nächsten Fragezeichen. Das so gleich da oben ist. Und hier ist sogar ein Händler unterwegs. Das ist sehr schön. Den werden wir uns ja gleich holen. Hey, Händler! Hey da! Komm und sieh dich um!
Jo, mach ich. Servus. Hallo. Willst du was kaufen? Ja, Reisende. Zeig mir deine Waren. So, eigentlich wie natürlich immer möchte ich zuerst in erster Linie verkaufen. Bam, bam. Minus 4, minus 1, minus 1. Einen Sattel kann ich ja verkaufen, ne, locker. Plus 4. Assassinenhose. Ja, so viel haben wir ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Also wir sind recht gut beieinander. Er hat dann hier auch noch was. Das ist ein Rennsattel. Das hat jetzt eher ausgeschaut wie. Und der hat noch 74 übrig. Was können wir denn da noch dem verkaufen, den guten Mann? Frage ja wegen der Fell. So, hat er noch 22 übrig. Jetzt hat er noch 6 übrig, sehr schön, dann können wir hier eins verkaufen. Jo. Wunderbar. Wiedersehen. Wunderbar, sehr schön. Ich freue mich. Jetzt müssen wir wieder hier nach oben. Irgendwie vermute ich. Ist da gerade was gelaufen? Okay, hier soll ein Schatz sein. Sicher? Da könnte es jetzt wieder eng werden. Ach, rutsch doch morgen, Geralt, Alter. Ort der Macht, ach, Ort der Macht ist es nur. Das heißt nur. Der ist da oben, ne? Ich mich hier hoch irgendwie. Wie komme ich nach oben? So. Magie. Ein Ort der Macht. Yes. Sehr schön. Wieder zwei Fragezeichen doch heute geschafft in der Folge. Ein Traum. Das Axi-Zeichen. Das Gedankenbeeinflussung, ja okay, das brauche ich eigentlich ganz, ganz selten, ne? So, gucken wir doch mal weiter. Wir haben jetzt 23 Minuten. Was wir als nächstes machen können. Wir könnten hier nochmal hin. Ja, hier könnten wir eigentlich nochmal hin. Oder? Wir nehmen uns nochmal dieses Fragezeichen zur Brust. Das ist zwar ein bisschen weiter weg, jetzt kommt, das machen wir noch in der Folge. Wir rutschen hier runter. Yeah! So, wir laufen einfach darüber. Querfeld ein, hat er gesagt. Ja, die Wölfe holen. Ui, was ist das hier? Nee, da weichen wir erst einmal aus hier. Sehr schön. So. Nicht mal mehr 100 Meter. Neue Markierung wilde Küste. Schon wieder so ein Troll, oder? Was hat der für eine Power? Bewachte Schatz. Junge, 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 Junge. Du bist leider nicht. Tut mir leid, mein Freund.
finde immer ein bisschen so unterbelichtet, ne? Komm, wir meditieren mal kurz. Ja, heute die Folge vielleicht nicht so actionreich. Verwestes Fleisch. Was haben wir hier? Hoffentlich was Cooles. Runensteine. Kavalierssattel. Ja, komm. Geschenkengaul. Geschenkengaul, Freunde. So, dann hätte ich gesagt, machen wir hier eine Pause. 25 Minuten sind vorbei. Wie gesagt, heute doch ein bisschen eine ruhigere Folge. Muss ich doch nochmal gucken, wo wir jetzt genau sind hier. Ins Gellige natürlich. So, nochmal kurz jetzt entfernen. So, wir hätten hier... Wir hätten hier... Wir hätten hier wirklich auf diesem Festland fast alles, ne? Bis auf 4 Fragezeichen. Die aber noch zu stark sind, das weiß ich, die da oben. Da müsste ich mal so mit Stufe 26, 27 aufkreuzen. Und dann gnade denen nämlich Gott. Hier, und wenn ich mal hier mit dem Boot entlang schippe. Ach, hier ist das noch. Da könnten wir auch mal da rüber. Ach Gott, schaut euch das an. Da haben wir ja noch einiges zu tun hier in diesem Let's Play. Na, es wird nicht weniger, es wird nicht weniger. So, gehen wir wieder raus. Bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Nächste Folge machen wir dann wieder eine kleine Quest. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Frankonia. Servus.